Hallo und willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Da sind wir wieder. In der letzten Folge ging's heiß her. Wir haben Goal geschnappt, Wir haben zu einer ganz schönen Verwirrung im Büro des Amtmanns beigetragen. Genau, wir haben die Aufstiegscodes, wollte ich noch sagen. Nicht zuletzt haben wir uns dort selber verwirrt. Und wir müssen Goal noch groß kriegen. Dafür haben wir die Nukleinsäure, genau. Oder? Ah, was? Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte, aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Wir ziehen schnell den Stecker, richtig? Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Okay, der dritte Rufus hat die Datasette mit den Aufstiegscodes. Genau. Oh je. Nun mal langsam! Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein! Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donner. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Werd's bald. Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Wofür denn entschuldigen? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Das obere oder das erste? Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Goal beeindrucken.
damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Das? Dann warten okay. Wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Ziegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Jetzt bald. Was? Zwei. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Das war alles seine Schuld. Was? Stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst! Und zwar beide! Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Drei. Echt? Entschuldigen? Nein. Achso, jetzt die Eins. Warum tut ihr nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, und nicht nur das. Er hat Wenzel gedemütigt. Könnt ihr auf den dritten Rufus? Er hat John F. Kennedy erschossen. Es ist gerade so spannend. Er hat fremde Leute beleidigt. Hey! Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Wo ist Go? Er hat fremde Leute beleidigt. Okay, haben wir noch was im Inventar? Er hat John F. Kennedy erschossen. Ich fasse es. Doc arbeitet für ihn. Er hat halt Kuba verwüstet. Ein Stecker? Kann es sein, dass das Zeug hält? Na? Er hat das Schmelzen Finger der Polkappen verursacht. Gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Er hat Tonis Goldfisch gerade ertränkt. So. Können wir die Donner? Brände und Explosionen verursacht. Es reicht! Mutti gestorben ist. Nicht! Also was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht! Aber dann wirft er dich vom Turm! Hauptsache einer von uns schafft es nach Elysium! Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein! Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen! Was redest du da nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter, entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Oppenbot, werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nein! Auch? Hinterher. Und den Oppenbot gleich mit. Oh je. Hm.
Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Nanu, was ist das? Ein Babyfon klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Mhm, alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. In den Panzer? Scheiße. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Hey! Oh Gott, was ein Arsch. Dann tut das weh. Ich sag doch, ich fahre. Na dann, nichts mehr weg hier. Rückwärtsgang. Ich wusste es. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es für mich. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Ich liebe dich. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber... Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte. Wie damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht.
Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Ich glaube, das haben wir tatsächlich. Reden wir mit den Leuten? Mit welchen Leuten denn? Nun, beginnen wir mit der Donner. Die hat auch keinen Plan. Hatte sie. Das war... Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, geschickter. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Die Idee drängt sich auf. Jetzt noch auf uns setzen und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Stift? Naja, es ist nicht nichts, was ich glaube, es ist nichts jeder andere. Ich habe schon zu verlieren. Das hatte ich befürchtet. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Zündung, Türknopf, Goal. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Und Zündung. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Sie wirkt gar nicht nervig, nicht, dass es einen Grund gibt. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nicht. Mein Plan basiert zu 100% auf den... Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc? Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Jetzt aber. Das wird bemerkenswert. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch doch im Notfall-Szenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten reiten besser mal ihr besserwisser Schnabel, die Dummen. Russerster Schnabel, die Dummen. Thank you.
Oh oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja. Sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Apropos 10 Minuten. Ich glaube, das ist der gute Zeitpunkt, um... Meinst du, das ist schon der Schluss? Ich glaube, es geht dahin. Aber zuerst einmal müssen wir die neue Folge einleiten, denn ich glaube, das ist Akt 3. Oh, ja, okay. Das sieht so nach Ende aus, aber wir machen lieber eine Pause, bevor die Folge zu lang wird. Ja, Rufus geht ganz leise und wir verabschieden uns auch ganz leise. Der Organon soll uns ja nicht hören. Bis dahin.